Ich werde dir heute ein paar spannende Fragen beantworten. Freu dich darauf! Jetzt bestelle ich mir erstmal einen Espresso. Fantastisch. Jetzt können wir mit den Fragen anfangen. Was war das einschneidendste Erlebnis in Ihrer Laufbahn als Unternehmensberater? Daran sehe ich den Umstand, ich habe mich selbstständig gemacht vor 25 Jahren. Selbst und ständig heißt das. Ich bin zu meinen Kunden gefahren, ich habe Angebote geschrieben, ich habe Rechnungen geschrieben, war ein Einzelkämpfer. Das wichtigste, das einschneidendste Erlebnis war, Mitarbeiter einzustellen. Heute haben wir knapp 15 Mitarbeiter und das heißt, da ist eine andere Power dahinter. Ja? Das bedeutet allerdings auch, dass ich mich habe weiterentwickeln müssen. Ich bin nicht mehr der beste Berater, der beste Vertriebler in meinem Unternehmen. Das machen andere Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Darauf bin ich sehr stolz und das ist auch das Ziel gewesen, als ich mich selbstständig gemacht habe.